Nicola Bischofberger, zurück an deine alten Wirkungsstätte beim SV Wileroersingen. Wie war es? Ja, es war super. Also, ich habe eigentlich alle Spieler kennt, außer die drei, die neu gekommen sind. Also, von dem her hat es keine grosse Umstellung gegeben. Ich habe eigentlich den Großteil der Mannschaft schon kennt und somit ist mir sehr einfach gefallen, auch wieder bei Wiler neu anzufangen. Letztes Jahr bei Falun ist mir das mit Abstand schwerer gefallen, weil ich natürlich neue Sprache und so weiter hatte, wo ich mir zuerst daran gewöhnen musste. Von dem her, da ist Achtung fertig und ist es wieder losgegangen. Von dem her sehr cool. Du hast vom Schwedischen zum Schweizer Meister gewechselt. Wie gross war die Umstellung? Ja, eigentlich nicht so gross. Es hat halt einfach Sachen, die in Schweden anders laufen wie hier in der Schweiz. Sechs längere Anfahrtswege zu Auswärtsspielen oder frühere Trainingszeiten. Und halt auch, dass es in der Schweiz es hat, nicht so eine grosse Spannung an guten Teams wie die Schweden. Also die Schweden kann als letztes Team an jedem Tag auch den ersten Schlag, von dem her, das finde ich den grössten Unterschied. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen heute. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich hatte das Gefühl, im ersten Drittel bis zur 10. Minute haben wir sie recht dominiert. Und eigentlich völlig entgegen vom Spielverlauf führen sie den 1-0. Also bis dort ist eigentlich, ja, habe ich es unverdient gefunden. Und jetzt ja, am Schluss, klar, also auf beide Seiten kippen, auch weil ich noch einen völlig unnötigen Ballverlust gehabt habe. Aber schlussendlich hätten wir, wenn der Ballverlust nicht war, hätten wir es eigentlich souverän müssen über die Runde schaukeln. Noch ein paar Worte zu deiner gefürchtigen Maske, die du in diesem Spiel gedreht hast. Wie bist du zu dieser gekommen? Also ich habe im Tschech Open am letzten Match Nase gebrochen, wie das genau gegangen ist, möchte ich an dieser Stelle nicht erzählen. Es war ein bisschen unglücklich und ja, von dem her, ich durfte 6 Wochen keinen Kontaktsport machen. So die Maske wären die Schläge aufs Jochbein abgeleitet und somit sollte die Nase nicht brechen, falls es einen Schlag drauf könnte. Merci vielmals. Merci auch. Das ist noch off the record.